Freien Demokraten im Kreis Ludwigsburg gibt es jetzt 70 Jahre lang. Im Oktober 1945 haben sie bei den Alliierten die Genehmigung beantragt und im November 1945 dann den Kreisverband der FDP in Ludwigsburg gegründet. An sich hätten wir 70 Jahre FDP 2015 feiern müssen, aber da gab es noch nicht so richtig einen Grund zu feiern und wir haben gesagt, es muss schon einen Grund geben. Bei der Landtagswahl haben wir dann 8,3% der Stimmen erreicht. Das war Anlass für uns zu sagen, 2016, jetzt können wir 70 Jahre FDP feiern. 70 Jahre FDP im Kreis Ludwigsburg, das bedeutet Mitarbeit an der Gestaltung der Bundesrepublik, soziale Marktwirtschaft, neue Ostpolitik, Rechtsstaat, tolerante Gesellschaft. Das sind alles Meilensteine, an denen die FDP mitgearbeitet hat. Aber die FDP hat auch Antworten für die Probleme, die jetzt anstehen. Wir sind die Partei der Vernunft. Wir wollen, dass es ein Europa gibt, das funktioniert. Wir wollen den Ausgleich, wir wollen eine Friedensmacht sein, wir wollen eine tolerante Gesellschaft sein. Wir haben nicht nur Antworten für Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik, Steuerpolitik, sondern auch zur Bildungspolitik. Damit haben wir in der Landtagswahl hier stark gepunktet. Wir haben uns neu aufgestellt als Partei, die Bürgerrechte im Blick hat, die auch zur Umweltpolitik und zur Verkehrspolitik Antworten anbietet. Wir sind der Meinung, die liberale Politikantwort wird gebraucht, dringender denn je. Mein Name ist Kai Buschmann, ich bin freier Demokrat, weil ich Zukunftsoptimist bin und den Menschen etwas zutraue. Ich schaue mit großer Demut auf die Errungenschaften der FDP seit 1945 zurück. Sie stand immer zu ihrer Verantwortung für die Freiheit. Und ich blicke mit ganz großer Zuversicht in die Zukunft. Wir haben uns seit 2013 auf unsere Werte zurückbesinnt, uns neu aufgestellt und wir können auch wieder Wahlen gewinnen. Die Freien Demokraten werden gebraucht, weil wir Eigenverantwortung, Selbstbestimmung und die Bürgerrechte stärken. Wir sind die einzige Fortschrittspartei, die Vielfalt, Wandel und nachhaltige Entwicklung in den Vordergrund rücken. Und wir sind bereit für die Zukunft. Mein Name ist Stefanie Knecht und ich bin aus tiefster Überzeugung freie Demokratin. Mein Name ist Nasser Wistel, ich bin 23 Jahre alt und seit anderthalb Jahren Mitglied bei der FDP. Ich habe mich zu diesem Schritt entschlossen, weil ich der Meinung bin, dass die FDP gerade für junge Leute eine attraktive und gute, vernünftige Politik betreibt. Um ein Beispiel zu nennen, belastet die Rentenpolitik der Großen Koalition unsere junge Generation ungemein. Wir müssen uns dagegen wehren, damit auch wir in Zukunft von unserer Rente gut leben können. Auch was Innovationen angeht, muss unsere Wirtschaft fit für die Herausforderungen der Zukunft gemacht werden, um gerade jungen Leuten eine gesunde und anständige Grundlagebildung bieten zu können. Unser Land muss Start-ups gezielter und besser fördern, damit wir in Zukunft nicht nur das Land der Dichter und Denker sind, sondern auch das Land der Tüftler und Denker werden können. Wir können es uns nicht länger leisten, diesem Stillstand tatenlos zuzuschauen. Wir müssen in Bewegung bleiben. Deshalb bin ich freier Demokrat.